Ja, hallo Jungs. Freut mich, dass ich mit euch im Videocall bin. Ich möchte gerne wissen von euch, wie ist es euch denn ergangen in der ersten Woche zu Hause? Bei mir war es so, dass man am Anfang natürlich erstmal ein bisschen reinkommen musste in das ganze System. Also bei mir hat es jetzt recht gut funktioniert. Die Corona-Krise, die hat uns jetzt in der Digitalisierung so ein klein wenig einen Beschleuniger verpasst. Wir werden uns mit Gleichungen beschäftigen. Gibt's Fragen? Wenn man das dann mit Brüchen machen würde, dann wäre das doch genauso, oder? Beispiel 3x ist gleich 5 halbe zum Beispiel. Frage beantwortet? Ja, danke. Der eine Kollege, das hätte ich gar nicht vermutet, hat gesagt, das hat ja alles Suchtpotenzial. Wer weiß, ob er nochmal richtig in der Schule unterrichten will. Also ich glaube, es sind einige angefixt und haben da so ein bisschen Spaß damit. Ich bin der Meinung, dass die Konzentration relativ gut ist. Man kann halt sich den Tag selbst einteilen. Unsere ganze Klasse hat sich jetzt eigentlich relativ gut verbandelt. Wir haben eigentlich fast immer, während wir die Aufgaben machen, irgendwie Kontakt. Die Schüler scheinen ganz zufrieden und die Eltern auch. Von daher eigentlich alles gut im Moment, in Anbetracht der Lage. Aber so langsam hat man halt gar nicht mehr den sozialen Kontakt zu seinen Freunden. So sitzt man halt seine 6 Stunden in seinem Zimmer und das kann dann schon manchmal ein bisschen nervig sein, wenn da niemand ist. Bei mir ist es eigentlich so, dass ich schon so weit bin, dass ich lieber wieder in die Schule gehen würde. Da kann ich mich nur anschließen. Da lernt man erstmal die Schule richtig zu schätzen.